Hello. Hello. Hey, everyone, welcome everyone to London Heathrow Terminal 5, the home of British Airways. And you can be anything you wanna be, there ain't nothing stopping you, just like there weren't no stopping me. Wenn dieses Lammfett auf die Kohle tropft, ne? Woo! Now so more cultural, no one speaks properly. Hättest du lieber gesehen, wie der Stuhl in meinem Arsch verschwindet? Boah, wie das riecht, Alter. Der Typ ist ein Original, schreibt mich die ganze Zeit an. Ich hab schon Angst davor zu antworten. How much is it? 40 Pounds. Boah, brutal, brutal. Ey, nix erwartet, das bekommen. Boah, Chinatown, I love you. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ein weiterer Cinematic Food Guide. Wir haben es nach England geschafft. Wir sind in London. Das allein ist schon Grund genug zu feiern. Ich sage euch was, diese Stadt, einen massiven Querschnitt aller Länderküchen. Du kriegst hier an jeder Ecke was Geiles zu essen. Die einheimische Küche hat vielleicht nicht so die beste Reputation. Aber vielleicht können wir mit dem Vorurteil auch aufräumen. Ihr begleitet mich jetzt durch die Stadt. Ich habe ein paar coole Spots rausgesucht. Auf geht's. And the silence takes its toll. Maybe we should try. Hello, good morning, sir. I would like to have the set breakfast with beans and tomatoes, if it's possible. Orange juice, also toast, and all the extras. Bubble and squeak, hash browns, black pudding. Ich würde gerne mal die Frage in die Runde stellen. Alex, bist du glücklich? Hättest du lieber gesehen, wie der Stuhl in meinem Arsch verschwindet? Guckt euch das an, Leute. Das ist genau das, nach was ich gesucht habe. Full English Breakfast, ne? Alle fragen sich immer direkt, was ist das denn? Ist zum Vergleich mit einer Blutwurst, ist aus Schweineblut hergestellt und es sind Körner mit drin. Wahrscheinlich so Kleie, irgendwelche, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung, schreibt es mal unten rein, wenn ihr es genau wisst, was drin ist. Dann haben wir hier Fettscheibe, dicken Bacon dabei. Und dann haben wir hier natürlich ein Ei und das unter dem Ei heißt Bubble and Squeak. Ist eigentlich ein Leftover-Essen vom Vortag. Da machst du Kartoffelpüree und alles, was noch so an Gemüse da ist, packst es zusammen und brätst es dann hier. Und das ist tatsächlich ein großes Ding, ne, beim English Breakfast. Ist aber additional, gehört nicht so direkt dazu. Ne? Dann Hash Browns, klarer Fall. Grilled Tomatoes, wunderschön. Baked Beans, Sausage muss dabei sein. Und dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Dazu Toast und Butter. Wenn du dir das reingeballert hast für den Rest des Tages, ne, dann bist du auf jeden Fall gut vorbereitet für die London Food Tour. Aber du kannst auch nichts mehr. Ne? Also musst du dir überlegen, was du machst. Dazu gibt's Ketchup, Senf. Das ist eine Barbecue-Soße, nehme ich an. Der deutsche Frühstücker, ne, der wird so wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, das schaffe ich nicht zum Mittag. Ich habe mich hier umgeschaut. Ne? Hier sitzen die Leute drin. Wirklich so, ne? Die hauen so eine Platte weg. Mag sein, dass die vielleicht den Rest des Tages nichts mehr anderes machen, ne? Aber also ich habe Angst davor, ich sag's euch gleich, wie es ist. Aber ich habe auch Bock drauf, ne? Also das ist halt, ich mache das auch manchmal zu Hause. Und ich habe heute Morgen schon mal kurz erzählt, immer wenn ich das zu Hause mache, fühle ich mich dazu hingerissen, auch mal ein Instagram-Posting zu machen. Und da geht es immer voll ab drunter. Die Leute finden das geil. Ich glaube, dass es den meisten einfach auch einfach zu viel Aufwand ist, sich das zu Hause zuzubereiten. Deswegen, wenn ihr in London seid, gönnt euch das. Ruhig mal raus aus dem Hotel, ruhig mal rein hier ins Regency Café. Der Laden ist geil, ist richtig so wie, keine Ahnung, New York würde ich sagen, wie so ein altes Deli auf jeden Fall. Ne? Also hier weht auch so ein bisschen der Hauch der Vergangenheit durch, aber es ist alles super clean und alles nice. Und der Typ ist ein Original, schreit mich die ganze Zeit an. Ich weiß gar nicht, was er von mir will. Ich habe schon Angst davor zu antworten. Und in der Küche, die Jungs, die haben es voll drauf. Allein wie die aussehen, mit ihrem Häubchen auf und mit dieser Schürze. Ich liebe das. Das ist nicht zur Show gemacht, wisst ihr, was ich meine? Sondern das ist so, das ist schon immer so, deswegen bleibt es auch so. Als erstes will ich das auf jeden Fall mal probieren. Kartoffelbrei, Gemüse in der Pfanne gebraten, ne? Also, sag mal, Alex, kann das sein, dass die alle Alex heißen? Er ruft zum 10. Mal Alex. Oder alle sagen, ich bin der Alex, weil man sich gut merken kann einfach, ja? Also, her damit. Okay, es ist mit Kohl gemacht. Krass, schmeckt geil. Das ist es, Leftover-Essen vom Vortag aus Kartoffeln und Kohl. Krass, ich habe bei der Zubereitung eben gesehen, wie er dieses Ei macht. Die haben eine Pfanne mit tiefem Fett und dann pochieren die das so ein bisschen. Deswegen ist es auch oben drauf ein bisschen blind, aber ich finde es ganz geil. Toast. Ist, was es ist. Stückchen Bacon. Der Bacon, ne, ist viel dicker geschnitten als bei uns. Ich finde es geil, weil dann hast du auch was zu beißen. Super. Hash Browns. Röstiecken, ein paar gebackene Bohnen dazu. Oh, ich liebe die Bohnen, ne? Lass uns mal nach der Bratwurst gucken. Wenn man so deutsche Wurst gewöhnt ist, ist es immer ein bisschen schwierig, wenn du woanders bist. Aber die riecht gut. Die hat einen schönen, knackigen Darm außen drum. Sieht aus wie eine ordentliche Bratwurst. Ich probiere die jetzt mal pur.
Die ist ganz anders von der Konsistenz. Wow. Die ist viel weicher, da ist viel mehr Fett mit drin. Die ist tatsächlich von der Konsistenz fast creamy, ja? Weiß ich jetzt schon, wird nicht jeder von euch mögen, gehört aber dazu. Ketchup, Senf, Double Dip. Und dann los geht's. Geht gut rein. Hier so Kartoffel, Bohne, einen halben Liter Barbecue-Soße, vielleicht noch ein Stück Ei oben drauf. Da sind wir schon wieder. Beim ersten Spot gibt's schon wieder ein Perfect Bite. Yalla. Black Pudding. Alle wollen wissen, wie schmeckt's, wie sieht's innen drin aus. Überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Blutwurst bei uns. Ist nur das, was es zusammenhält, das Blutwurst. Und innen drin siehst du hier diese Getreidekörner, ne? Geil. Ganz entfernt Blutwurstgeschmack, ohne alle Aromen, die du aus Deutschland kennst. Es schmeckt wie ein Cookie. Weißt du, was ich meine? So von der Haptik her ist es wie ein Cookie. Komm, Tomätchen, geile, gegrillte Tomate. Mmh. Genau das, was du willst. Und der Ort hier an sich, ne, der ist super crowdy. Klar könnt ihr hierher kommen und Full English Breakfast essen, aber es ist tatsächlich in der ganzen Stadt ein großes Thema, ne? Also es ist nicht einfach so, wie du sagst, du fährst nach Spanien, isst Tapas, du musst nach England, du musst zu uns Frühstück essen. Nein, das hat einen festen Platz in der Ernährung der Menschen hier. Ich sehe die Menschen hier sitzen, hier kommen Arbeiter mit rein. Eben waren zwei Jungs da vom Rettungsdienst, hier war das Ordnungsamt eben schon gesessen, hier sitzen Touristen. Also kommt rein, esst englisches Frühstück, geil. Nach einem exzellenten Full English Breakfast im Regency Café sind wir auf meinem Lieblingsmarkt, der Borough Market. Wenn wir über London reden, reden wir auch über Streetfood-Märkte. In der ganzen Stadt verteilt, riesige Auswahl. Wir schreiben euch in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal eine Liste von unseren Highlights rein. Ja, und was wir hier vorhaben, ist ganz klar. Wir lassen uns treiben, wir schauen, was gibt's auf die Hand. Und ich nehme euch mit, auf geht's. Wow, that smells good. Also ich stehe wirklich auf Reifenkäse, ne? Und, aber, also hier eben im Vorbeilaufen hast du kurz an der Synapse gezwinkert. So, indisches Streetfood, das ist natürlich in England ein klarer Fall, ne? Das gehört hierher. Ich glaube, es gibt einen Haufen indische Gerichte, die sogar hier erfunden wurden, ne? Ich habe mir jetzt mal den hier ausgesucht, weil ich habe eine geile Sache gesehen. Kichererbsen werden so ein bisschen mit Joghurt und Chutney serviert, mit so geilen Granatapfelkernen oben drauf. Und es ist eine kleine Portion. Der Magen wird nicht voll, du kannst viel probieren. So, wir gucken mal. Hi, hello. I would like to have this one. Chana chaat. Yes, please. You want a regular or large? Everything you have. Everything you have. Chana chaat, da ist er. Wir haben hier unten drin Kichererbsen, Masala-Soße oben drüber. Dann haben wir Granatäpfel, wir haben Zwiebeln und wir haben Koriander. Ja, Mann. Masala ist geil, vegan bzw. vegetarisch, weil Joghurt drauf ist. Und ich liebe das ja, wenn du auf diese Granatapfelkerne drauf beißt, ne? Komm, weiter. Nach so ein bisschen Veggie wird es natürlich auch Zeit für ein bisschen was Fleischiges. Boah, wie das riecht, Alter. Wenn dieses Lammfett auf die Kohle tropft, ne? Also da komme ich nicht dran vorbei. Das ist geil. Alles da, was braucht, inklusive der scharfen Chilisauce. Die habe ich dir zu verdanken, gell, Alex? Boah. Bei dem Hähnchen. Wenn das so dick aneinander gespießt ist, ne? Und du das auf Holzkohle grillst, dann ist es wirklich eine Herausforderung, das ordentlich hinzubringen, dass es außen knusprig, durchgegart und trotzdem saftig ist, ne? Bei dem Andrang hier, Hut ab, wollen wir mal gucken, wir machen uns da jetzt so eine Art Wrap raus. Haben wir erstmal gucken, was uns passiert, wenn wir das Ding essen. Glück gehabt. Man kann natürlich auch Messer und Gabel essen, ne? Aber. Geiles frisches Brot, Mann, ey. Boah. Super saftig. Geilen Lammgeschmack, Hähnchenfleisch, ordentlich was zum Beißen, frisches Gemüse dabei, diese Sumak-Zwiebeln, Alter. Das ist auf jeden Fall Fusion, das ist geil. Perfekte Mittagessen auf dem Markt, da kannst du nichts falsch machen. Das Geile ist, egal wo du hinkommst, alle haben ihre fertigen Gerichte draußen stehen. Und du guckst dir einfach an, wo du Spaß dran hast, dann bestellst du dir das Ding. Du wirst hoffentlich genauso glücklich wie ich gerade. Vielleicht ein little bit pricey, aber es ist frisch gemacht, es ist gutes Essen, es ist handgemacht vor deinen Augen. Wenn du das isst, wirst du zufrieden sein. Komm, 13 Pfund. Jo. Ist wie mit allem, wir sind halt in London. Hi, hello. Hi. I would like to have the creamy one. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Mein Name ist Yvonne, ich hatte, ich liebe dich. Ich liebe dich, sehr gut, sehr gut. Ich liebe dich ist immer gut. Oh. From Germany, you're from? Frankfurt, you see? Frankfurt, yeah, yeah, Frankfurt, yeah. And these guys are from Munich. Munich, ja. Aha. Ah, weißt du was auf? Frankfurt, aha. München, ist ja klar. That looks good. Wow.
Jungs, ich sag's euch, gell? Wenn wir hier sind, komme ich an den Dingern nicht vorbei. Die sind einfach wunderschön, wenn ihr, oh, wenn ihr das riechen könntet. Die machen es auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und zwar kochen sie die ganz klassisch, wie man diese Miesmuscheln auch so kochen würde. Aber was dann kommt, ist, die haben Schlagsahne mit drin, ne? Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich geil für mich. Guck mal, der Trick ist immer, du schnappst dir eine und dann holst du dir die anderen. Stell das mal hier an. Oh, das ist geil. Und mit der kannst du dann die fetten Miesmuscheln, ich mach da auch keine Zitrone mehr drauf oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur so ein geiler Snack zwischendrin. Und wenn ihr auf Muscheln steht, ne, müsst ihr das auf jeden Fall ausprobieren, weil das Ding mit der Sahne, ne, das ist anders geil, ehrlich. Also wirklich anderes Level. Guck mal, machst die nur auf, hast immer eine zum Essen da, holst dir das raus. Er kocht die eigentlich den ganzen Tag in diesem Sud, der da vor sich hinkocht, ne? Und das Ergebnis siehst du halt hier. Eine super saftige, schöne Miesmuschel. Und hier ist die Soße drin. Die wird mit jeder Muschel, die du da reinschmeißt, wird dieser Saft und dieser Sud besser. Boah. Und das Beste ist eigentlich immer der Schluss. Dann kannst du dir mit der größten Muschel, die suchst du dir aus und benutzt sie dann als Löffel. Dann kannst du hier unten die Soße rauslöffeln, Alter. Guck mal hier, das ist die Schlange von Leuten, die hier anstehen, um sich so ein Muschelchen zu holen. So viele Menschen können sich nicht irren. Voll gut, voll gut. The Ginger Pig war auch schon mal hier. Hab's für sehr gut befunden. Schau mal da oben. Borough Market 1998 World Famous Sausage Roll. Ist auf jeden Fall so ein Bratwurstbrät in so Puff Pastry, also so eine Art Blätterteig ist außenrum. Ich find's ganz geil. Ich finde, wenn du hier gewesen bist, musst du so ein Ding essen. Das gehört dazu, das ist Tradition. Der Blätterteig mit Butter oben drauf. Seht ihr das? Da ist die Hackfleischmasse drin. Was wir schon mal hervorheben müssen. Hier an der Seite siehst du schon diese einzelnen Schichten vom Blätterteig. Sehr, sehr geil. Das Ding ist heiß, ja? Also gut warm. Es ist auf jeden Fall richtig was drin. Das ist hier unten so ein bisschen speckig. Natürlich das, was an Fleisch brät. Ne? Wenn das Fleisch brät, dann lässt das Fleischbrät ein bisschen Saft raus. Und der sammelt sich natürlich hier unten drin und sorgt dafür, dass ich jetzt gleich richtig Spaß haben werde. Dieser Flavor, es schmeckt nicht nach Frikadelle so, weißt du, die machen irgendwas da rein. Ich habe das noch nicht rausgefunden, was das ist, ne? Aber es ist echt geil. Oh, richtig saftig, das Ding. Beste für mich, so dieser durchgeweichte Blätterteig, ne? Das Ding ist geil. Hackfleischbrät mit einer wirklich geilen Konsistenz. Man merkt, dass es Metzger sind, ne? Das kriegst du zu Hause nicht hin. Dann gibt es da Gewürze drin. Die kommen dir am Anfang nicht vertraut vor, aber sie sind einfach geil. Du merkst, du bist woanders auf der Welt. Es ist geil. Kauft euch so ein Ding, haut's rein. Leute, ganz ehrlich, guck mal, das ist das Allergeilste, was es gibt, oder? Diese, ich schwör's dir, diese Caps, ne, das Ding, das fühle ich halt. Auf der ganzen Welt bin ich rumgefahren und habe mich in Taxis gequetscht. Alter, erinnert mich gerade so ein bisschen an das Straßburg-Video. So eine Dreckskarre, Alter. Du musst mal einblenden, hä? Hier oben, ja, Straßburg-Video. Da könnt ihr direkt im Intro schon sehen, wie der Papa sich aus dem Scheiß-Taxi quält, Alter. Das ist einfach, das ist Leben, ja? Du sitzt hier aufrecht, du kannst dich ein bisschen breit machen. Jetzt haben wir den Markt hier hinter uns gelassen und fahren über die Brücke auf die andere Seite. Jetzt fahren wir nach Chinatown. Wenn wir uns gleich das nächste Mal sehen, gibt es auf jeden Fall richtig was aufs Stäbchen. Oh ja, guckt es euch an, ey. Weißt du, wenn ich so rote Lampions hängen sehe, ne, dann fühle ich mich gleich wieder in New York, Chinatown. Aber ich sag's euch was, ey, ohne Witz, London steht der ganzen Sache nichts nach. Ey, lass mal gucken, was abgeht, komm. Wenn wir hier so durchlaufen, du kommst an so einem Laden vorbei und da stehen zwei Jungs drin, die hier mit so einem Crepe-Eisen geiles Zeug machen, dann traue ich denen. Auf jeden Fall standen eben auch 10 Chinesen vor mir, die haben schon Teile geholt. Wir probieren jetzt was. Yalla. Ah, hello. I would like to have a crepe. I like meat. Pork belly. Just make it nice. Do whatever you want, make it nice, okay? Spicy. Oh, not so spicy, okay? Oh my God. Thank you very much. Do you have any napkins on you? Thank you. I love you. Er gibt mir einfach aus seinem Päckchen, gibt er mir ein Taschentuch, Alter. Das sieht schon krass aus, das hat super viel Gewicht. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gegessen, Jianbing, das ist so ein chinesischer Crepe, auf jeden Fall auch mit Ei und Frühlingslauch, hier ist Koriander dran. Aber was hat da alles reingebastelt? Was ist das denn eigentlich geil? Das ist knusprig, Alter. Also die Dinger finde ich auf jeden Fall krass. Geil. Also, Frühlingslauch, Ei, Crepe. Mal gucken, was alles drin ist. Komm her. Mmh. Geil.
Es, mit dem ersten Biss schmeckt das schon so authentisch, weißt du? Ich habe gerade ein Stück Schweinebauch im Mund. Oh, das ist so juicy. Ey, nichts erwartet, das bekommen. Boah, Chinatown, I love you. Seht ihr das? Hier ist ein Schweinebauch. Da ist noch ein Würstchen, hier ist ein Schweinebauch, da ist ein Würstchen. Das ist nicht abstrem, wie diese Wurst da rausguckt. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gegessen. Erste Frankfurt Food Tour, die wir miteinander gedreht haben. Wir werden die auf jeden Fall mal hier oben einblenden. Jumping Plus, richtig geiler Laden. Allein diese kalte Brühe, die ich da gegessen habe, das hat mich so derartig aus der Welt genommen. Junge, der Bocholi hat mir den Rest gegeben. Ne? Rüber krass, guckt euch das an. Und wenn wir schon dabei sind, dann wäre es doch einfach eine feine Sache, wenn ihr uns jetzt schon mal einen Daumen nach oben gebt und einen netten Kommentar schreibt. Und darüber hinaus ist es natürlich empfehlenswert, den Kanal zu abonnieren. Jeden ersten im Monat kommt ein Cinematic Food Guide auf Deliziös. Wer es jetzt noch nicht kapiert hat, da unten ist das Herzchen. Abonnieren, schmeckt gut, kostet nichts. Wieder eine persönliche Empfehlung vom dicke Papa. So, jetzt pass mal auf. Jetzt wird es nämlich euphorisch bei mir. Ihr wisst, ich bin ein großer, vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber wenn ihr den Kanal abonniert habt, wisst ihr es, ein großer Fan von chinesischem Dim Sum. Und hier kommst du einfach vorne vorbei und siehst geil die ganze Zeit mit dem kleinen Dim Sum gerollt, diese Teigtäschchen mit Fleischfüllung, Garnelen drin, wie auch immer. Und ich war schon mal hier und ich bin so komplett ausgeflippt, weil es wirklich die besten waren, die ich kenne. Es gibt eine Speisekarte zum Ankreuzen und dann kann man quasi da vorne zuschauen, wie dein Essen zubereitet wird. Ne? Und das ist halt schon eine ziemlich geile Nummer. Die Dinger sind Bombe, Chinese, Dim Sum, Chinatown, London. Ist eine Sache, für die ich hierher fliegen würde. Ich sag's euch jetzt. Thank you for having us here. Yeah, yeah? Okay. So, I hope you enjoy it. Yes, of course. Okay. Yeah. My second time here. I was here in 2020. During pandemic, yeah? Was wir hier zeigen wollen, ist natürlich die Vielfalt. Wir haben jetzt mal so ein paar Signature Dishes bestellt. Natürlich sind wir für die Dumplings hierher gekommen. Guck mal hier, schön in der Pfanne angebraten. Dann haben wir hier die Suppendumplings. Hier gibt es nochmal welche, hier gibt es Dumplings in der Suppe. Was ich damit sagen will, ist einfach mal herkommen, einfach mal ankreuzen, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja? Und die sind alle super freundlich und lieb und die helfen euch weiter, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Aber gönnt euch auf jeden Fall mal so ein paar Dumplings. Soup-Dumplings, ne? Das ist das Geile. Erstmal Brühe probieren, das ist ganz wichtig. Die schmeckt genau, wie sie soll. Das ist eine krasse Hühnerbrühe, viel Gemüse mit drin. Da ist auch ein bisschen MSG unterwegs, ne? Aber das muss auch so sein. Und dann hast du hier die schönen, großen, dicken Dinger. Eigentlich Wantan, aber hier sind es wirklich die Dumplings, die du auch hier gebraten kriegst, kriegst du auch in der Brühe. So ein bisschen wie in unserem Stuttgart-Video, was wir hier oben einblenden. Da gab es nämlich auch Maultaschen in der Brühe und es gibt Maultaschen gebraten, ne? Also beides geil. So, let's go. Mm. Ich weiß nicht, warum mich das so triggert. Guck mal, hier hast du wirklich einen Dim Sum Laden neben dem nächsten. Ne? Du kriegst überall geile Peking-Enten, die im Fenster rumhängen und sowas. Das ist natürlich in Deutschland immer ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar Läden, wir kennen noch welche in Frankfurt. Aber dann hast du halt einen. Ne? Und hier hast du wirklich die freie Auswahl. Du guckst einfach rein, du gefällst dir am besten. Dann gehst du rein und haust dir das rein. Und zwischendrin zum Neutralisieren immer ein bisschen Gurkensalat, Smash Cucumber Salad. Wahnsinn. Die Empfehlung des Hauses quasi. Wir fangen mal an klassisch mit Hagau. Was wir jetzt schon mal machen, wir dippen das hier mal so ein bisschen. Sojasauce, Ingwer, kleines bisschen Reisessig und dann rein damit. Du merkst die Frische, geilen Garnelengeschmack. Boah, das ist wirklich gut. Bisschen Spinat hinterher. Da haben wir die klassische Mischung Schwein und Garnele. Ne? Das ist echt ein Klassiker. Das ist wie Pommes, Ketchup, Mayo bei uns. Ne? So ist das in China, Schwein und Garnele. Das passt hervorragend zusammen. Perfect Bite incoming. Und let's go. Welcome to London. Wir reden schon wieder in Superlativen und es mag dem einen oder anderen vielleicht auch auf den Keks gehen, ne? Aber es ist einfach so nah am perfekten Geschmack für mich. Hier geht es ja auch um mein persönliches Empfinden. Ich will mich gar nicht entschuldigen für die Euphorie. Es haut mich einfach weg. So, hier haben wir die gebratene Variante von denen, die auch hier in der Brühe liegen. Schön knusprig angebraten. Das hier beiße ich immer erstmal ein Stück ab. Okay. Kann ich ja mal sehen, was drin ist? Schweinefleisch. Gehackt, Frühlingslauch, Ingwer, Gewürze. Jetzt machen wir wieder Perfect Bite. Pass auf. Ein bisschen Spicy Chili. Ein bisschen schwarzen Reisessig, es gibt ein bisschen Sojasauce und obendrauf streifen Ingwer. So und jetzt, das ist genau mein Ding. Unten knusprig, oben soft und am allerbesten kommt ihr mit viel Freunde und Familie her. Hockt euch hin und durch einen großen Tisch und macht Kreuzchen, was der Bleistift hergibt und habt den ganzen Tisch voll geilen Scheiß und dann geht's richtig ab. Dandan-Nudeln, handgezogene Nudeln. Es ist auf einmal ein ganz anderes Geschmacksbild, es ist super geil und diese Nudeln, ne? Kriegst du nur, wenn du sie dir selber machst oder hier in Chinatown unterwegs bist. Ansonsten macht sich keiner den Stress. Ne? Sieht ein bisschen aus wie Spätzle, sei ehrlich. Boah, stark mit dem Frühlingslauch oben drauf. So, Mapo Tofu. Das ist der Soft Tofu. Jetzt, ich weiß genau, ich lese die Kommentare schon. Ja, wenn man Tofu durch Fleisch ersetzt, schmeckt er. Ich verstehe es schon. Aber gebt der Sache mal eine Chance. Auch wenn ihr immer schlechten Tofu gegessen habt. Bestellt euch beim Chinesen des Vertrauens mal einen Mapo Tofu. Klar, da ist ein bisschen Hack mit drin. Aber es ist einfach nur
geil, weil es der Seidentofu ist, der hat geilen Geschmack, Bombe. Auch schön spicy, mit viel Chili gearbeitet. Passt hervorragend, wenn ein bisschen Reis dazu ist. Ich muss das Süppchen noch probieren. Boah, da ist schon eine Garnele drin, die hat eigentlich gar nichts drin verloren. Siehst du, das ist das, was ich damit meine. Eigene Rezepte, deswegen probieren. Und guck mal hier, die Viskosität von dieser Soße. Genauso muss die sein, die Eierblumen drin, wunderschön. Tofu-Stückchen mit drin, normalerweise Entenstreifen mit drin. Jetzt sind hier Garnelen mit drin. Die machen es halt hier so. Und die Farbe ist auch schon, also Wahnsinn. Ja, da kann ich wirklich einen großen Eimer voll weghauen von dem Zeug, ne? Also bis hierhin muss man doch sagen, London war verdammt gut zu uns. Nach einem grandiosen Frühstück, dann eine Markttour, jetzt in Chinatown gelandet. So wirklich geile Dimsum, handgemacht. Euphorie ist da, Geschmack ist da, Geruch ist da, gute Gesellschaft ist da, nette Leute sind da. Kommt nach Chinatown, esst es. Wir essen auf und dann geht's weiter. Hey, go to subscribe to the channel, yeah? Okay, thank you, yeah? And your colleagues also, yeah? Otherwise no 5-star rating, otherwise no 5-star rating, okay? Okay, let's go. Für alle, die interessiert, was der Spaß kostet. How much is it? 40 pounds. How much? 40. 40 pounds. Is it 100 meters? 30 Pfund. Er wollte 40. Neben dem geilen Essen bekommst du in der City natürlich auch Entertainment geboten. Wenn du Lust auf geile Show hast, bist du hier mit mir richtig. Leute, ihr wisst ganz genau, was es ist. Teppanyaki Grill, Live Cooking Action, japanisches Wagyu, Best Friends. Ich sag's euch, für unter 100 Pfund bekommst du hier ein volles Menü. Alles, was ihr jetzt gleich sehen werdet, gehört dazu. Während wir auf den Teppanyaki-Chef warten, der hier gleich richtig einen wegballern wird, gibt's schon ein paar Spicy Edamame, bisschen Salat, Spicy Prawns, ein Süppchen. Hey, ich bin im Food-Himmel. Das wird geil. Die Leckereien, die uns das Warten versüßen. So ein paar spicy Garnele. Ah, das sieht schon ziemlich gut aus. Guck mal, als ob er es gewusst hätte, macht er sich einfach selbst zum Perfect Bite. Ja, Wahnsinn. Geil. Sind frittiert im Backteig. Dann hat er uns hier so ein Salätchen gemacht. Ich war erst so ein bisschen hin und her gerissen wegen dem Eisbergsalat. Aber kommt relativ häufig vor in Asien. Mit einem geilen Ingwer-Dressing, sagt er. Ich probiere es gern. Ein geiler, frischer, knackiger Salat. Durch den Ingwer. Oh, geil. Zitrone. Ey, das ist geil. Spicy Edamame sind mir persönlich viel lieber als die normale Variante, weil die werden irgendwie noch mal heiß angebraten. Ihr seht ja hier so diese schwarzen, ja, die Auflagefläche, wo der quasi die Pfanne geküsst hat, ne? Oder halt den Teppanyaki. Ja, Mann, die Dinger knabber ich auch einfach gern weg. Ich sag, Zwiebelsuppe ist gut. Ich sehe Röstzwiebeln, ich sehe Shiitake, ich sehe ein bisschen Frühlingslauch und ich sehe eine gehaltvolle Brühe, die sehr gut duftet. Komm, lass sehen, was los ist. Ja, okay. Ich verstehe, was die hier machen wollen, ja? Die geben dir vorher so ein paar Leckereien, weißt du, die einfach so Speichelfluss anregen, die dich vorbereiten aufs Menü, was gleich kommt. Und dann kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen, die Show genießen und was Geiles essen. Besser geht's doch gar nicht. Welcome to Berlin, sir. My name is Andrew and I'll be your chef today, yeah? Yes, of course. Hey, geil. Oh, das ist doch muckelig warm hier. Das ist nicht nur Show, er weiß genau, was er da macht. Kujas, Japanese Onion from Spain. Japanese Onion from yes, Spain. Sir. Okay, geil. Gegrüner, gegrillter Spargel dazu. Wir haben einen Zwiebelvulkan. Wir haben Zucchini, ja? Sehen anders aus als unsere. Ich habe jetzt nicht die Zucchini nicht erkannt, aber sind viel heller außen. Beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen geschält, daran mag es liegen. Dazu gibt es die geile Ginger-Soße und wir haben gegrilltes Garnelchen und den Spargel. Er sieht doch wunderhübsch aus, oder? Dann lass uns doch mal so ein Zwiebelchen probieren mit der Soße, die er uns empfohlen hat. Okay, die hat Power. Ich habe mir gerade erst gedacht, so, sag mal, so ein Zwiebelring, ne? Was soll das denn? Aber durch die Zubereitung mit dem Schnaps, den er reingegossen hat und den Gewürzen, die er dran gemacht hat, hat die tatsächlich perfekten Garpunkt, ne? Ist genau, wie ich es eben gesagt habe. Nicht zufällig passiert. Let's go for the Zucchini. Das ist ja die Soße, die er uns empfohlen hat hier. Und es hat auf jeden Fall auch richtig Druck. Und ich weiß ganz genau, warum sie es machen. Ne? Bei den Appetizern war es ja auch so. Sie arbeiten so ein bisschen mit Schärfe, ein bisschen mit Säure. Die wollen, dass du gleich richtig Bock hast auf deinen Hauptgang. Hatte ich vorher schon. Das ist gut. Spargel. Erst pure. Er war vorher schon blanchiert. Aber das macht Sinn. Na, geil. The prawns as well with this sauce. Yeah, it's good.
Du merkst, dass es halt gegrillt wurde. Weißt du, was ich meine? Das hat so einen geilen Flavor. Das ist schon ziemlich gut. Und da wir Erdbeerzeit haben, hat er gesagt, zwischen Vorspeise und Hauptgang passt auch ein kleiner Frozen Daiquiri. Guck mal, oh, ist das nicht süß? That's cool. I love you too. And for you, sir, yeah? I love it. Leute, guckt euch das an. Japanisches Wagyu Beef, ne? Eine ordentliche Portion, 150 Gramm. Guck mal, diese Marmorierung, diese Marmorierung. Und er legt es da drauf und es riecht sofort danach, ne? Also das ist auch eine Sache, gönne ich mir auch nur einmal im Jahr, aber das ist schon sehr, sehr krass, sehr geil. Boah. Also man kann es auch eigentlich am besten nur so zubereiten, ja? Heiß, links, rechts, yalla. Oh ja, guck dir das an. Guck dir das an. Ah. Wir haben hier 150 Gramm A5 Wagyu Japan. Wir haben geilen, selbstgemachten Egg Fried Rice aus Sushi Reis. Wir haben ein paar gegrillte Pilze für oben drauf. Einfach so ganz leicht, ne? Weil Pilze ist gut, Umami, die haben Power, wenn sie gebraten werden. Und natürlich die Beansprouts, diese Mungobohnenkeimlinge. Und ich sage euch was, die mögen ja am Anfang erstmal so ein bisschen langweilig sein. Aber wenn die mit der heißen Platte in Kontakt kommen, das hebt den Geschmack mal 100. Einfach mal 100. Das liegt hier nicht zufällig. Das, was da runter tropft, ist reines Wagyu-Fett. Ohne Worte. Das ist natürlich nicht günstig. Aber ich sage euch, so ein Wagyu-Beef zu bekommen für im Menü mit der Show, mit allem drum und dran, für unter 100, es sind glaube ich sogar unter 90, gönnt euch das auf jeden Fall mal. Zieht euch so ein geiles Stück Wagyu rein. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, ihr werdet ausrasten. Ja? Ein dickes Ding ist natürlich immer Egg Fried Rice. Ne? Ist so dieses klassische Leftover-Essen vom Vortag, kalter Reis. Mag jeder gerne. Ne? Also ich stehe auch voll drauf und er hat es gut gemacht. Mit Sushi-Reis habe ich es noch nie gegessen, aber es ist bestimmt geil. Das hat alles in allem einfach einen geilen Flavor. Der gebratene Reis beim Chinamann eures Vertrauens, der schmeckt immer besser, als wenn ihr den zu Hause macht, weil es diesen Wok-Hay gibt, ne? Also diesen Wok-Geschmack. Aber hier auf der heißen Platte, mit den Faxen, die er da macht, Geschmack ist da. Das ist hier nichts für jeden Tag, ne? Wagyu Beef sowieso nicht, weil es unheimlich fett ist und ja, es muss was Besonderes sein. Aber wenn ihr Bock drauf habt, euch ein bisschen Action anzutun und wenn ihr Bock drauf habt, so ein bisschen entertained zu werden dabei. Also die Lacher, die sind garantiert. Und hier mit ein paar Freunden sitzen, so ein geiles Menü essen. Die haben auch super geiles Seafood, die haben Lobster, ist alles da. Also kommt hierher und esst erstmal so ein geiles japanisches Wagyu und vielleicht einen Hummerschwanz hinterher. Die indische Küche in England, eine lange Tradition. Bereits die East India Company hat im Jahr 1608 angefangen, die ganzen indischen Gewürze hier durch England durchzuschleusen. Und natürlich hat man dann zwei Jahrhunderte später auch die ersten Restaurants aufgemacht. Und so sind die Engländer, insbesondere London, fest verwurzelt mit der indischen Küche. It's a green chutney, it's a red chutney, so the basically red. It's mixed red chilies, all this stuff. Mm-hmm. For virgin raitas, coconut yogurt, lime pickle mayo, tamarind sauce. Enjoy. Thank you very much. Wir schneiden uns hier bei oben ein Stückchen raus. Diese Hähnchen werden vorher mit Joghurt und Gewürzen mariniert. Das heißt, du hast außen schon diese geile Farbe und Kruste. Es ist so wunderschön. Und wenn wir es jetzt umdrehen und flippen das einmal, es ist innen drin super saftig und Hähnchenschenkel hast du hier auf der einen Seite eine Brust. Ne? Also nicht, dass das Falsche steht. Es sieht aus wie zwei Hähnchenschenkel, aber das hier ist die Brust, das ist der Schenkel. Also du kriegst White and Dark Meat. Und das ist jetzt aus der Brust geschnitten. Ey Leute, ich sage euch was. Einfach so probieren. Oh ja. Es ist oftmals so brutal scharf von außen, dass du sonst nichts mehr mitkriegst. Ne? Das ist hier nicht der Fall. Es ist ganz fein gewürzt. Es hat Spiceness-Level, gar keine Frage. Das muss auch da sein bei indischer Küche. Ne? Aber ich sage euch was. Guck mal hier beim Schenkel. Auch geil. Ist immer meine erste Wahl, logischerweise. Die Brust ist gut, aber der Schenkel, der wird euch wegknallen, da bin ich sicher. Ich fühle das aber auch sehr. Ein bisschen Chili-Chutney dazu. Jetzt kann es richtig ekelhaft werden. Grünes Chili-Chutney. Befürchtungen vollkommen umsonst. Ganz fein abgestimmt auch. Ich sag mal so, auch wenn wir hier einen Brexit hinter uns haben, auf den europäischen Gaumen. So, Naanbrot mit Butter bepinselt und mit grünen Chilis oben drauf. Es kann eine Katastrophe werden jetzt, es kann aber auch brutal geil sein. Butter und geiles, frisches Naan. Boah, Chilis sind scharf, aber sie haben keine kleinen grünen Chilis genommen, das würden sie sonst immer machen. Hier haben sie grüne Peperonis verwendet. Vollkommen klar geht die ganze Geschichte. Du setzt dich hin. Jeder einzelne Bissen schmeckt komplett anders. Ne? Die Zutaten sind dieselbe, aber du holst dir einfach so ein bisschen Auswahl auf den Tisch und dann probierst du das Zeug einfach mal durch, packst dir jedes Mal was Neues drauf. Geil. So will ich immer essen. Da haben uns viele Länder was voraus. Ne? Wir beschränken uns beim Essen gehen irgendwie auf ein Gericht
Da hat jeder seins. Aber wenn du das hier einen Tisch voll machst und kommst mit ein paar Freunden her und dann hast du ein bisschen Brot, Chutneys, der bestellt das, einfach alles in die Mitte, jeder ein Tellerchen und dann probieren. Guck mal hier. Die indische Küche in London. Seit über 300 Jahren geht es hier voll ab. Stimmt das überhaupt? 1806? Ja, fast. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr in London seid, müsst ihr auch am Inder vorbei. Gebt euch was, besorgt euch was und folgt mir zum nächsten Spot. The first day I saw her was at the train station. She was half black, half Caucasian. At first, yo, I thought she was Asian, but as I get a bit closer, her origin is blatant. The best of Auf der Suche nach gutem Essen kommt man oftmals auch am guten Essen vorbei. In ganz London, eigentlich. Auf der Suche nach gutem Essen kommt man oftmals ja auch an gutem Essen vorbei. In der ganzen Stadt verteilt, wirklich an jeder Straßenecke, nicht nur in London, in allen Metropolen auf der Welt, gibt es diese Prêt-à-manger. Ob ich das richtig ausgesprochen habe, das weiß nur der liebe Gott selbst. Was ich hier ganz geil finde, ist, neben den ganzen Sandwiches und sowas, die machen so viel auf die Hand, die haben eine heiße Theke. Ne? Und in dieser heißen Theke gibt es immer ein geiles Süppchen. Mein Favorite ist die Tomatensuppe, aber die haben noch andere geile Sachen. Ist einfach nur sowas, weißt du, to go. Komm, ich zeige euch das mal. Nichts Wildes. Das ist die legendäre heiße Theke. Du kriegst hier so ein Macaroni, Käse, irgend so ein Zeug zu mitnehmen. Alles uninteressant für mich. Was ich immer geil finde, was ich immer interessant finde, ist das Süppchen. Weil es geht nämlich to go in die Hand. Und normal haben die eine ziemlich geile Tomatensuppe. Heute geht's Chicken, Broccoli and Brown Rice. Let's go for it. Guck mal, Leute, ich sag's ehrlich, nichts Besonderes, gell? Aber wenn ich so durch die Stadt unterwegs bin und es gerade so anfängt zu regnen, finde ich es echt ganz geil. Die machen dir immer echt ein gutes Süppchen. Guck mal, wie das aussieht. Das Ding ist randvoll, ist eine Chickenbrühe, ist brauner Reis und Brokkoli mit drin. Und ich nehme mir das Ding einfach auf die Hand und verbrenne mir den Mund. Geil, Alter. Gerade wenn du so unterwegs bist, ich fühle das einfach. Ich mach das in New York auch gemacht. Ich finde es geil. Wenn ihr die kriegen könnt, nehmt die auf jeden Fall. Wenn ihr die Tomatensuppe kriegen könnt, nehmt die. Leute, da haben wir es geschafft. Bleecker Burger. Wenn wir über London reden, reden wir automatisch auch über Burger. Es gibt eine große Burgerkultur in der Stadt. Es gibt unzählige Läden, wirklich unzählige Läden, aber das gibt es ja eigentlich schon in allem. Wir haben jetzt mal ein bisschen geschaut, was ist geil, wo, weißt du, so dieses, das Visuelle, wo spricht es mich an, wo siehst du schon direkt, was ein geiler Burger ist. Und da ist mir das hier aufgefallen. Schau mal hier. So ein schönes, fluffy Brioche-Bun. Einen doppelten Burger-Patty unten drunter mit ein bisschen Cheddar oben drauf. Bin ich schon glücklich. Damit geht es nämlich los. Was ich geil finde, ist Smashburger, überall aktuell im Trend. Mag ich auch. Aber was die machen, die haben ein schönes 160 Gramm Patty. Die drücken zwar einmal kurz drauf, aber dann braten sie es dir Medium. Und das ist genau das, was ich haben wollte. Für mich ist ein Smashburger das eine und das hier ist was anderes. Deswegen dazu noch ein paar Angry Fries. Ich denke mir, das könnte schon was werden. Ich habe mir die Soßen noch bestellt hier, die es da so alle gibt. Hier, das wird wahrscheinlich was brutal Scharfes sein. Und das ist hier die Haussoße. Und dann haben wir wahrscheinlich noch mal illegalerweise noch eine Haussoße erhalten. Und was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Ah doch, Blue Cheese. Blue Cheese mag ich halt zu meinen Fritten ganz gern und eigentlich auch zum Burger. Alles in allem, gucken wir uns den Kameraden hier mal an. Komm, siehst schon, Alter. Es ist so dieses Brioche, einfach schön durchgeweicht. Da läuft der Saft unten raus. Ich weiß genau, was mich gleich erwartet. Das ist, als ob du in den Steak beißt, ne? Und ich warte jetzt auch nicht mehr. Es gibt jetzt den ersten Biss. Boah, und davon haben wir geredet. Guckt euch das an. Super geiles, saftiges Fleisch. Perfekt gebraten. Zwiebelring mit drauf. Kein Scheißdreck, kein Salat. Einfach nur Fleisch, Brot und ein bisschen Zwiebelchen mit viel Käse. Das ist echt gut. Dazu ein paar Angry Fries. Auch geil gemacht. Ey, ein Bombending. Junge! Blue Cheese Soße. Hat richtig Dampf. Ich glaube, nur ein Stück Gorgonzola ist. Aber guck mal, wie geil einfach ist das. Leute, wir reden schon wieder in Superlativen. Geil, 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 geil. Ja, ist es. Weil wir haben es mit Bedacht ausgesucht. Wir sind durch die halbe Stadt hierher gefahren. Und dann wirst du auch nicht enttäuscht, ne? Wenn du vorher ein bisschen recherchierst. Ja, so wie ihr gerade. Ne? Ihr schaut euch Cinematic Food Guides an. Gibt es nämlich an jedem ersten im Monat. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, aus welchen unerklärlichen Gründen auch immer, könnt ihr hier unten, wo das Herzchen ist, meinen Kanal abonnieren. Und um das alles zwischen den Rollen zu spülen, ne, kriegst du hierzu auch noch einen geilen Shake. Machen alle. Aber ich habe gesehen, handgemacht, geiles Ding. Vanilleshake. Ich sag mal so, der ganze Spaß ist nicht sonderlich günstig gewesen, aber alles in allem lohnt sich. Du kriegst Handwerk, du kriegst zwei Scheiben Beef, kriegst ein geiles Brötchen, kriegst reichlich Käse. Finger licking good. Aber, ey, bei all dem Fastfood, bei all dem geilen Essen in London, auf was habt ihr die ganze Zeit gewartet? Hä? Was fehlt noch? Richtig, Fish and Chips. Ich esse das Ding auf und dann fahren wir zum ältesten Fish and Chips Laden in London.
Wenn wir über London reden, reden wir automatisch über Fish and Chips. Die ganze Stadt ist voll mit verschiedenen Fish and Chips Restaurants. Es riecht aus jeder Ecke nach frittiertem Kabeljau, wird gern gegessen und ist auch natürlich richtig beliebt. Wir haben natürlich auch, natürlich, was denn natürlich, Alter, die ganze Zeit, deine Mutter, deine natürliche Mutter. Nach kurzer Anreise hat es uns zu Rock and Soul Place verschlagen. Wir haben uns den ältesten Laden rausgesucht, seit 1871 geben die hier Vollgas. Die schmeißen Fisch in tiefes Fett, frittieren das. Ich ziehe jetzt schon den Hut, lehne mich zurück und freue mich aufs Essen. I'm so sorry for this. I mean, not here, around here, but still cooking, not scared about the bombs, okay. That's why you are still here, huh? Did any bombs hit the building? No. No. So, da kriegst du immer noch mal einen mit als Deutscher, ne? Das, ihr habt alles verbombt, wir haben einfach weitergekocht, sagt er. Wir haben einfach weitergekocht. Mir tut's auch leid, aber was ist wahr jetzt, gell? Da ist es schon, die Starterplatte. Die wurde mir von der netten Servicekraft empfohlen. Das hier wird ein Tintenfisch sein. Dann haben wir zwei schöne, große, fette Garnelen hier. Was hier drin ist, finden wir jetzt gemeinsam raus. One bite. Die haben leichten Asia-Flavor. Das ist Garnele mit drin. Sieht auch super lustig aus. Guck mal, die haben hier so Schwänzchen oben dran. Ganz geil, Alter. So, lass mal nach Tintenfisch gucken. Ist es welcher? Die sind jetzt nicht klassisch durch den Backteig gezogen, sondern die haben eine Panade außenrum. Tintenfischstreifen, super geil. Aber lass mal die große Garnele noch anschauen hier. Das ist auf jeden Fall ein amtliches Gerät. Komm, lass mal ein Biss machen. Auf den Punkt gewürzt, super geil und crispy. Und es macht super viel Spaß. Und ich glaube, das, was gleich kommt, das wird uns weghauen. Guckt euch das an, Alter. Was ein Riesenmonster. Ich bin gar nicht sicher, ob das das Große ist. Geil, guck mal, diese selbstgemachten Fritten dazu. Also komm mal her. Die Größe bockt mich halt voll, ne? Außen crispy, geil frittiert, innen total cremig, wie eine Krokette fast. Jetzt machen wir erstmal Fisch. Ohne alles, hinten am Schwanz, Kabeljau. Schön saftig. Weißes Fleisch, sehe ich schon. Auf den Punkt, super. Crispy batter. Sehr gutes Stück Kabeljau. Ich dachte gerade so, hä? Fehlt Salz. Ist auch so, machen wir immer nachhinein drüber. Ist hier so ein Ding. Deswegen steht es auch mit auf dem Tisch. Erstmal benutzen wir diesen Malzessig und machen hier mal schön was über den Teig drüber. Da wird jeder sagen jetzt, warum? Ist doch knusprig, warum macht man was drüber? Ja, ist halt so. Dann machen wir ein bisschen Salz drauf und dann machen wir uns noch ein bisschen Zitrone drüber. Boah, dieser Essig, gell, wie geil das riecht, Alter. Boah, brutal, brutal. Komm mal her, wir machen wieder Perfect Bites. So, Batter oben drauf. Dann nehmen wir uns dazu ein bisschen Remoulade und dann brauchen wir hier noch so eine kleine Fritte. Ja, und wenn wir Perfect Bites machen, ihr wisst doch, das Auge ist mit Kinders, ja? Perfect Fish and Chips Bite. Ah! Jetzt aber. Schmeckt brutal gut. Super knusprig außen, super saftiger Fisch mit Salz, Essig, Zitronensaft oben drauf. Ist genau das, was du willst, wenn du auf der Suche nach Fish and Chips bist. Wenn hier überhaupt irgendwas zu meckern hätte, ist zu wenig Remoulade. Aber hey, die sind gut drauf. Wenn du mehr brauchst, kriegst du mehr, ne? Dieses klassische Geschmacksbild, was du eigentlich hast von so Backfisch-Remoulade, was ja voll viele mögen, das ist ja schon sehr, sehr geil. Und dann wird's, dann kriegst du diesen England-Twist vom Malzessig, von der Zitrone, vom bisschen Salz oben drauf, ne? Das macht den Bock echt fett. Boah, steh ich da drauf. Eben hat einer von den Jungs 3-4 Teller voll Fisch und Chips rausgetragen. Und dann sag ich, hey, guck dich mal an, wie stolz du bist. Und sagt er, selbstverständlich bin ich stolz. Als Gast kannst du dich am Ende nur freuen, ne? Wenn du hier draußen hockst. Ganz gemütlich, gechillt, geile Leute, coole Gegend hier. Dann kriegst du so eine Portion Essen serviert, das ist doch alles in Ordnung. Du kochst gerne, oder? Ja, ab und zu mal. Aber tatsächlich kommt er immer mit dir an. Ah ja, ich koche ja auch geilen Scheiß, das ist ja, ich meine, das sind ja aber viele Leute, muss man ja sagen. Ja, das stimmt schon, aber gerade wenn du so Bock hast auf die asiatischen Sachen oder so, bist bei mir schon richtig, ja? Kennst du denn schon hier meine Freunde von Deliziös? Ja, danke für euch. Sehr gut, das ist Deliziös, was du da siehst. Du hast ja auch Düsseldorf gemacht. Genau, ja, Düsseldorf gemacht. Versau die Figur, ich sag's dir, ist echt gefährlich. Hast du schon was gegessen? Ey, heute noch nicht, nee. Also wir fangen immer erst so gegen 9 Uhr an abends. Habt ihr schon bezahlt? Ja? Schade, ich wollte dich einladen. Ja, ja. Das ist kein Witz. Nächstes Mal, versprochen. You have a husband? Yes. I cry. Let me have this salt beef bagel. Some gherkins on top and yes, please. Brick Lane Bagel Bake. Guckt euch das Ding an. Also ganz amtlich, ne? Also salted beef. Junge, ich habe eben erst gedacht, es könnte ein bisschen trocken sein, aber es strotzt vor Saft, voll geil. Gurken oben drauf, ein bisschen gelben Senf, ist ein Riesending. Und jetzt pass mal auf, das Teil kostet halt 5,70 Pfund. Dazu gibt es noch ein Süppchen für 1,20. Warte mal kurz. Ach, solide Minestrone.
bin ja heute eh auf Suppentour. Der Laden ist brechend voll und der hat halt 24/7 auf. Hier findest du immer geile Leute. Mitarbeiter super geil. Einfach, du spürst schon, wenn du hier reinkommst. Das ist echt eine Institution, das hat Tradition. Und jetzt guck dir diesen Apparat an für einen Fünfer, Alter. Ich bin ganz heiß drauf. Ich probier jetzt. Ja. Es ist eine Art Corned Beef. Eine Mischung aus Pastrami und Corned Beef, einfach Salted Beef. Es schmeckt brutal geil. Der Senf ist scharf, voll saftig, geil vom Salz. Mit dem scharfen Senf, das matcht halt richtig gut. Leute, das Ding ist der Hammer. Wenn du richtig eingeladen hast und musst dann irgendwie abends noch was Geiles essen, hast keinen Bock auf die üblichen Verdächtigen im Fastfood-Bereich, dann fährst du hier hin und da holst du dir so ein Ding. Und ich sag's euch, das macht müde Männer und Frauen wieder munter. Das war's wieder. Ein weiterer Cinematic Food Guide aus London. Wir sind für euch unterwegs im Auftrag des guten Geschmacks. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Sollte das der Fall sein, bitte ich euch jetzt darum, den Kanal zu abonnieren. Gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns ein Küsschen, schreibt uns einen netten Kommentar. Wir freuen uns drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ganze Team bedankt sich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, mehr Cinematic Food Guides mit dem dicken Papa zu sehen, könnt ihr mal hier oben schauen. Und wenn ihr grundsätzlich mehr Bock habt auf Videos vom dicken Papa, haben wir hier unten noch was für euch vorbereitet. Wir sehen uns wieder am nächsten 1. Monat. Jedes Mal Cinematic Food Guide.